Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends Ranked Gameplay mit Diana. We are back and we are back. Keine Ahnung, was das sollte. Wir sind zurück. Keine Ahnung. What is happening? Kann ich das nochmal aufnehmen? Naja. Wir haben ein interessantes Game vor uns. Nidalee im Jungle. Sejuani Top Lane. Und wieder Yasuo Mitte. Ausnahmsweise mal kein Jhin. Das ist extrem selten. Und ja. Kalista Taric ist auch. Kalista spielt halt legit niemand. Und Taric literally auch niemand. Also keine Ahnung, was die Gegner für Champions gewählt haben. Also Nidalee ist extrem selten. Sejuani Top habe ich noch nie gesehen. Das ist halt literally, außer Yasuo, nobody plays this. Wir hingegen haben eigentlich ein Powerhouse-Team. Eigentlich alles extrem starke Solo-Killer. Sogar unser Supporter, weil wir haben Lux-Support. Aber das Problem ist, ich will es nicht jinxen, aber die Luxes, die ich immer als Support bekomme, die sind, naja, keine Solo-Killer, sagen wir es mal so. Formulieren wir es mal freundlich, ne? Sind halt keine Solo-Killer. Aber gut. Ja, ich denke mal, Yasuo wird das Hauptaugenmerk werden, weil bei den anderen wird es sowieso schwierig. Also Sejuani weiß ich gar nicht, ob man die überhaupt kicken kann. Probably nicht so einfach. Also ob ich die kicken kann. Wenn sie Toplane ist, hat sie nämlich vermutlich mehr Gold, als wenn sie im Jungle ist. Kommt natürlich darauf an, wie es läuft. Oh shit. Nice. Ey, ganz ehrlich, das ist sogar besser. Bei letztes Game habe ich alle Kills genommen. Boah, der ist full life, Alter. What? Ah, shit. Junge, ich bin so schlecht. Ja, weiß jetzt genau, dass ich noch da bin. Obviously. Junge, was? Ich bin so bescheuert, Alter, what the hell? Aber ich kann ihn halt nicht killen, das ist halt das Problem. Dazu müssen wir ein bisschen Damage machen. Dann hat sich zumindest ein bisschen leichter vielleicht. Aber jetzt geht's hier weg, ja. Ja, keine Ahnung, was das war, Alter. Can we never talk about that again? Oh, erster Drake ist Infernal Drake. Super wichtig. Aber Nidalee ist gerade gestorben. Ich denke nicht, dass die gerade an Solo Drake denkt. Mit Level 3. Ich denke, ich werde jetzt backgehen und dann probiere ich den Solo Drake. Heißt Rüstung und Attack Speed kaufen. Vielleicht reicht es sogar für. Oh, nee. Das hier Rüstung und Attack Speed, aber das reicht nicht, ne. Oh, das ist ärgerlich. Aber egal. Sie müsste jetzt eigentlich eh Topside gehen, weil sie war ja gerade Botside. Und hat 20 Dinger. Also hat sie wahrscheinlich Bot ihre Camps gemacht. Aber Level 6 wäre natürlich auch nicht schlecht vom Drake. Hallo? Ich habe den großen Horn geklickt, dann will ich auch den großen Horn greifen, bitte. Nice. Okay, Nidalee ist Toplane. Das ist das Go-Zeichen.
Die lassen den eiskalt hier herlaufen. Das ist doch ein verdammter Witz, Alter. Was ist das für eine Bronze-Botlane? Die lassen den einfach herlaufen. Die lassen den einfach herlaufen. Oh man. Na gut. Glück gehabt, weil diese Gegner so schlecht sind, aber. Ich meine, jetzt kriegen wir beides, aber es hätte auch. Ja. Unnötiger Stress. Ey, das gibt's nicht, Alter. Na? Jetzt haben wir den Drake nicht bekommen. Nur wegen denen. Ach, Mann, ich hasse Smite-Fight, Alter. Aber gut, Sejuani war. Botlane. Ja, Bots halt. Aber wieder mal ein Toplaner, der es nicht rafft, leider. Ja, das war jetzt echt unnötig, aber es hat halt alles so lange gedauert, dass die Nidalee halt wieder gelebt hat. Und die ja auch natürlich davon wusste, dass wir hier sind. Ich finde es sehr erstaunlich, wie zum Teufel die 40 Farm. Die hat drei Tode und hat den gleichen Farm wie ich fast. What? Gut, ich habe sehr viel Zeit vorhin mit Midlane verschwendet, aber. Das ist crazy. Ich denke nicht, dass sie. Oder macht sie ihn? I don't know. Wer pinkt um Hilfe? Botlane. Wie? Du hattest einen Double Buff und hast 203. Was kann da nicht laufen auf der Botlane? What? rein von den Stats her, wie kannst du um Hilfe pingen? What? Die wäre so oder so gestorben. Bin mir ziemlich sicher, dass Nidalee den Herald nicht gemacht hat, aber vielleicht hat sie sich jetzt anders überlegt und jetzt macht sie ihn doch. I'm not sure. Sie gewartet oder nicht? Na gut, das ist natürlich schwierig. Na, die Ultimate von Taric ist actually heftig, Alter. Unsterblichkeit für ein paar Sekunden. Oh. Free Kill? Fragezeichen? Kann Taric eigentlich noch heilen? Schon, oder? Oh. Fuck. Aber das haben die, glaube ich, nicht gesehen. Oder? Hä? Okay, sie haben es nicht gesehen, aber what? Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach hinten aus dem Busch raus, aus dem Rand der Map quasi. Was zum Geier? Ach du, ich bin tot. Sie ist auch tot und sie ist auch tot. Scheiße. Das war jetzt RIP. Da wisst ihr, was ich einfach nicht verstehe, ist, wie zum Teufel die Nidalee die ganze Zeit volles Mana. Mein volles Leben hat sie von den Golems bekommen. Aber wie, sie spammt einfach ihre Skills und es passiert nichts mit ihrem Mana. Das verstehe ich ja halt nicht.
Wie unfair ist ein Champion, der nur Damage macht mit seinem, also der, oder was heißt nicht nur, aber der quasi eine Form hat und der quasi ohne Mana Damage macht? Also ihre Katzenform quasi. Und dann hat sie noch ihre Menschenform, in der ihre Fähigkeiten eine geisteskranke Reichweite und geisteskrank viel Schaden haben. Und da kosten ihre Skills aber eigentlich auch kein Mana oder was? Also wie kann das sein? Warum hat sie dann überhaupt Mana? Verstehe ich nicht. Und unsere Midlane verliert Hardcore. Das ist schlecht. Free Farm Yasuo. Oh oh. Ja, ich meine, der Tower da einfach auch ultra bad, sag ich mal. Das war auch ein großes Problem. Weil ich bin eigentlich reingegangen, hab meine Ulti gemacht, getroffen, musste aber rausflashen, weil ich nichts denken kann. Das war ultra sinnlos. Ab da hätte man eigentlich schon abhauen müssen. Und ich bin eigentlich immer der Erste, der abhaut, sag ich mal. Also ich overstaye selten. Nichts machen, Alter. Vier Leute beim Drake, da kann ich auch nichts machen. Aber es ist zum Glück nur Cloud Drake. Ach so, aber die haben halt den Inf Oh, oh, OMG. Dieser erste Drake, der wird uns das ganze Game kosten. Alter, das ist nicht dein Ernst. Nur weil die den scheiß Taric nicht aufgehalten haben, Mann. Das kann nicht sein. Toplane, unsere letzte Hoffnung. Scheiße. Ja, die hat sogar noch 300 Gold gegeben, obwohl sie 1-4 steht. Ja, so wird mich das Vieh niemals machen lassen. Ach du Scheiße. Warum haben die weiter den Herald angegriffen? Warum haben die weiter den Herald angegriffen? Wieso? Ja, das Game ist over. Yasuo gefeedet, Kalista gefeedet. Gegner haben alle Objectives. Game over. Ich verstehe zwei Sachen. Also mein Team ist by the way komplett Silber. Ich verstehe auch die Fairness davon nicht. Also ich spiele mit vier Silberleuten zusammen. Heißt nicht viel, ich weiß, aber rein vom Prinzip her ist das eigentlich ultra unfair. Wie gesagt, sagt ja nichts darüber aus, ob man besser oder schlechter ist. Ich meine, du kannst Silber 5 sein und besser sein als Platin 4. So funktioniert das ja nicht, sag ich mal. Also der Rang bescheinigt dir ja nicht, dass du gut oder schlecht bist. Aber ja, man sieht doch ein bisschen irgendwie, schimmert's jetzt durch. Aber es hat so krass gut angefangen. Ich meine, der Triple Kill Throw Botlane, der war natürlich RIP. Aber danach hat sich die Botlane noch ein paar Mal killen lassen. Toplane ist halt wirklich die einzige Hoffnung. Und ich habe mich so verbildet, ey. Weil ich diese dämliche Cooldown Reduction gekauft habe am Anfang. Weil das ist nicht so schlimm, weil ich relativ viel Gold habe. Aber
Das restliche Gold brauche ich jetzt sehr schnell, sehr. Game over, Alter. What? Beide mit Shield Bow, das heißt, wir brauchen Healing Reduction. Niemand hat Healing Reduction und niemand wird in den nächsten 10 Minuten Healing Reduction kaufen, weil die meisten Leute noch nicht mehr ihr erstes Item haben. Alter, sie wird halt einfach getauert. What? Wieso ist sie so tanky, Alter? Okay, sie hat es immerhin überlebt. Und dafür kriegen die Gegner den Getower. Ach man. Ich kann halt nichts machen gegen den Yasuo, Alter. Der ist 3 Level über mir und übelst gefeedet. We should just FF, our team sucks. Ja, du hast recht, die Lux ist echt ultra schlecht. Das ist mal wieder einer der schlechtesten Luxes, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Steht 0,5. Ich hasse solche Leute wie Kaiser. Ich hasse solche Leute so sehr. Einfach nur eine große Fresse und labert die ganze Zeit nur Scheiße. Als wäre er fucking, keine Ahnung, Mann. Scheiß Pro-Player oder so. Wenn du es alles so gut weißt, warum hast du es dann nicht in der Lobby gesagt? Captain Einsicht, Alter, solche Leute sind so schlimm, ey. Dich während dem Game quasi coachen. Yo, das hast du falsch gemacht und das hätte man anders machen müssen. Danke. Danke dir, Bro. Danke für die Einsicht. So sinnlos, dass Lux da hingeht. Was will sie da? Die Taric-Ulti ist so unfair. Und die Nidalee, die war so aus dem Game am Anfang. Oh man. Ja, wahrscheinlich TP die jetzt Top-Lane, Alter. Das sind solche Trottel, Alter. Will ich mal sehen, wie die den gefiederten Yasuo gekillt hätten beim Drake. 5 gegen 5. Das will ich sehen. Wie die das geschafft haben. Hätten. Junge, geh doch rein, Alter. She's dead. And I'm maybe too? Kommt davon, wie greedy die sind, ne? FF. Ich bin so lustig, weil ich so schlecht bin. Die hatte halt eine free Top-Lane. Hat nichts daraus gemacht, Alter. Na, ich brauche immer noch Healing Reduction. Aber es spielt keine Rolle. Zwei Leute in dem Team haben schon aufgegeben. Fiora hat aufgegeben und Kaiser hat aufgegeben.
Und alles ist wieder beim ersten Drake, weil die jetzt schon um die Zoe spielen können, weil die den ersten Drake nicht bekommen haben. Ich kann mir auf jeden Fall noch die Healing Reduction vom Drake kaufen, aber sieht mir gleich wieder nach einer toten Lux aus. Also die Ding hat kein TP und sind die alle Botlane? Wo ist der ja so, ist die Frage. Doesn't matter. Lux schon wieder tot. 7 Tode. Ich wette, die lässt sich einfach von einem Speer treffen und stirbt. Das sind echt 5 Leute von den Botlane. Naja. Ganz ehrlich, die Gegner sollen finishen. Das Game ist done. Done and dusted. Die verteidigen sie ja nicht mal mehr. Mein Team. And Lux is dead again. Oh, wobei, wenn wir die... Oh. Okay. Das ist huge. Kalista Toplane. Aber wenn wir den Drake nicht kriegen, dann ist GG. Aber die Nidalee kann halt einfach über die Wand springen und 10 Millionen Schaden machen. That's the problem. Uff, wir werden den Drake halt nicht kriegen, Alter. Can't contest. Okay, wir haben ihn. Warum? Oh, die Gegner finishen einfach. Die brauchen keine Soul. Haben die jetzt echt 3 Inhibs? Nee. Wow. Aber die Lux ist so schlecht. Die ist nur tot. Ich habe die, glaube ich, noch keinmal lebendig gesehen. Ey, diese Ulti, ne? Kein Follow-up-Kill. Lux wieder tot. Junge, geh doch weg, Alter, du hast 5 HP. Ich hab keinen Jump mehr. Das ist halt Game Over, Alter. Die haben unsere ganze Base zerstört. Wir haben noch einen Tech-Nexus-Turm. Wie? Wie Lux? Wie Lux? Also, das ist halt geisteskrank. Die Nidalee spielt hier ein Bot-Game, ey.
Trifft jeden Speer, Auto-GG. One-shottet einfach jeden und alles. Vor allem halt unsere Lux. 9 Tote mittlerweile. Die Hälfte der Kills der Gegner ist Lux. Miss freaking useless. Ja, wenn die jetzt mit Baron Buff kommen, ist Game Over. Wir haben keinen Wave Clear, wir haben nichts. Also wir könnten Wave Clear mit Lux haben zum Beispiel, aber. Okay, Inhib respawns soon, aber der wird halt instant wieder zerstört. Oh, da hätten wir eigentlich fast reingehen müssen, lol. Ja, Lux hat eine Kuh getroffen. Damn, let's go in. Alter, unsere Fiora wurde gerade von der Sejuani gekillt. Alter, no way. Ach, das gibt's nicht, ey. Das Team ist so schlecht, Alter, ey. Wisst ihr, also ich finde es halt so insane, wenn Lux im Gegnerteam ist, gewinnen die Gegner automatisch. Wenn Lux in meinem Team ist, wird sie 27 Mal von Nidalee solo gekillt. Und wir verlieren das Game nur, weil sie die ganze Zeit tot ist. What the hell, Alter?